Hallo Mitspieler, mein Name ist StarLowRiot und ich begrüße euch zur 92. Episode dieses XCOM 2 Let's Plays. Wir haben die eigentliche Mission schon erfüllt, das war hier ein Terminal zu hacken. Und haben in den letzten zwei Zügen von hier noch einige Gegner bekommen, die wir auslöschen konnten. Und hier einen schweren Mech, den wir eben per Drohne abgeschaltet haben. Das heißt, er wird jetzt noch zwei Runden dastehen und einfach nichts machen. So, genug Zeit für uns, ihn kaputt zu machen. So, fangen wir nochmal der Sniperei an. Er könnte ihn sehen, hätte 91% und könnte auch strafen, okay. Könnte ihn rausnehmen. Vielleicht auch der letzte Gegner? Man weiß es nicht. Neutralisiert. Sehr schön. Hm? Manus 1-5, ah, Status Ende. Bestätigt. Sehr gut. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Manus 1-5, Status bestätigt. Ach, Mission erfüllt. Ja, ging am Anfang, ging es ganz schön herb ab. So, abgeschlossen. 11 Runden, 13 Gegner. Oh. Was haben wir da? Trefferquote 75%. Durchschnittsstand 5, etwas. 1,18 ist okay. Und der Deckungsbonus von 4,72 sagt mir eigentlich auch nicht so viel. Oh, Home Sweet Home. Ist ja leider so, diese Büchse hier ist unser Zuhause, diese Traumschiff. Oh, Hälfte ist am Humpeln, nicht schön. Ja, wir bringen auch nur zwei von den 6 Medipacks mit nach Hause, ne? Verwundet, Yoshu Sensei trotzdem, 14 Einsätze, 50 Kills, klasse, 16 Einsätze, 34 Kills, klasse, Beta 12 Einsätze, 20 Kills, ist auch super für einen Spezialisten und da gibt es eine Beförderung. Eine verborgene Fähigkeit vom FKS, hieß das, Kriegszentrum oder was das war. Dank deiner Bemühungen des fortschrittlichen Kriegszentrums hat dieser Soldat eine Kampffähigkeit erlernt. Serie, eine mächtige Kettenschussfähigkeit, für jede mit Sturmgewehr erzielten Kill werden deine Aktionen zurückerstattet. Das war, glaube ich, eine gute Sache. Das Ding hat doch Yoshu gemacht. Ja, da kann man der Tatsache dann auch zweimal hintereinander schießen. Nice. So, was darf es denn sein? Colonel, Genesung. Der Gremlin fliegt zu jedem Truppenmitglied, um es je nach Bedarf zu heilen oder wiederzubeleben. Das ist ja auch nicht schlecht. Kondensatorentladung, machen wir von vorne. Schick deinen Gremlin zu einem Zielpunkt und lass ihn eine starke elektrische Entladung freisetzen, die alle Einheiten in der Nähe beschädigt und betäubt. Robotereinheiten erleiden mehr Schaden. Auch sehr verführerisch. Aber ich glaube, du wirst hier ein Power Medic. Und weiter. Held in der ersten Stunde. So, weiter geht's mit Corporal Schäffer. Lässt den Kopf ein bisschen hängen. Wird befördert. 2 Einsätze, 4 Kills. Das ist auch schön. So, was darf sein? Der Schattenangriff oder der Schattenschritt? Erhalte 25 plus zusätzliche Zielserie, solange du verborgen bist und 25 kritische Trefferchance bei Angriffen auf Feinde. Nur wenn du verborgen bist. Lässt weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Ja, finde ich gut. Ich bin der Meinung, man sollte sich mit einem Ranger bewegen können, selbst wenn der Gegner im Feuerschutz ist. Finde ich wichtig. So, Danny, 7 Einsätze, 12 Kills, auch für einen Spezialisten super. Und Boss Lady, Shoshana. 4 Einsätze, 10 Kills, für einen Grenadier auch klasse. Jo, schwere Geschütze, die Granate in deinem Granatenplatz enthält eine zusätzliche Verwendung. Holozählen. Jeder gezielte Kanonenschuss, ob Treffer aber nicht, markiert das Ziel oder erhöht so die Zielsicherheit deines Trupps um 15 oder so. Ja. Ja, im Grunde genommen, der Grenadier geht ja, wenn beispielsweise Gegner mit Schilden kommen, dann bin ich ja immer bemüht, dass, wenn ich keine Granaten bei den anderen zur Verfügung habe, mit den Grenadier die Schilder zerschmetter. Also hier, oder zerfetze. Und wird automatisch die Gegner markiert, damit die besser zielen können. Meine restlichen Leute, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber ich stehe auch so tierisch auf Granaten. Aber ich weiß, Icke, also da Lorayet hat schon schwere Schütze. Und wir nehmen hier mal das Holo-Ziel. Mal rumzicken hier. So, haben wir alle durch?
auch wieder ein bisschen was gefunden. So wie es aussieht, nichts. Außer Torwächter ist das. Okay, Torwächterpanzer. Der Organismus im Inneren des Torwächterpanzers ist äußerst ungewöhnlich und scheint bei der Sinneswahrnehmung auf seinen Panzer angewiesen zu sein. Lange Sequenzen von eingravierten Symbolen, die an alte Hieroglyphen erinnern, ziere die Innenseite des Panzers. Ah, weiß man auch noch nicht, was der so richtig kann. Ich glaube aber nicht jutet. Unsere ersten Messungen der seltsamen kugelförmigen Kreatur, auf die wir gestoßen sind, ergaben, dass sie über enorme Psi-Kräfte verfügen, die womöglich den Ältesten selbst Konkurrenz macht. Es könnte möglich sein, ihre biomechanischen Komponenten für den Einsatz an unserer eigenen Ausrüstung nachzubauen. Mhm. Hallo, Commander. Na, Red, was los? Okay, ist ein bisschen getätschelt, wenn man die geschafft hat. Soldat hat sich von seiner Erschütterung erholt. Sehr schön. Und da wären wir wieder. Was steht denn an? 4 Tage bis zur Plasmalanze, 11 bis zur Vorratslieferung. Gut, weiter brauchen wir nicht gucken, ist so weit entfernt. Widerstandskommunikation, was könnte... Achso, da kommt noch weiterer Text. Zeig mal, mach mal. Kommunikation voll... Achso, hier, Kontakte sind ausgelutscht, okay. Untätiges Personal im Testbereich. Wir hatten doch wieder einen neuen Kern, oder? Projekt wählen. Oh, wir haben sogar 4 Kerne, da können wir richtig, richtig zulangen. Bluescreen. Von unserem großen Teil Geschosse zu entwickeln, die in der Lage sind, sie zu deaktivieren. Granate. Experimentelle Rüstung. Dann noch eine schwere Waffe. Ich glaube, wir fangen mal mit Moon an. Klingt gut, Commander. Ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Noch so eine Brandmoon oder sowas fände ich schon sehr toll. Hewitt ist dann auch wieder beschäftigt. Das Ding hier unten ist dann weg. Wollt nur noch über die Kontakte meckert. Ansonsten zeig mal. Mensch, vor ein paar Runden, vor ein paar Missionen waren alle gesund. Jetzt haben wir schon wieder 6, 7 Verletzte. Naja, aber macht nichts. Ich glaube, wir kommen schon recht gut durch an und für sich. So, was gibt's hier zu tun? Jemand anzulernen gibt es nicht. Den könnten wir an und für sich komplett abschalten. Labor ist voll besetzt. Kommunikationszentrale. Wann nehmen wir denn wieder Kontakt auf? Wir waren doch jetzt auch dabei, irgendwas zu holen. Widerstandskontakte. Oh, für umsonst. Also 5 Tage. Okay, ist vorgemerkt. Was treiben wir denn hier unten gerade? Bin ich am Überlegen. Ach, wir waren auf dem Weg, uns hier die Energie zu holen, ne? Schwarzmarkt. Schneller Widerstand. Ja, holen uns mal die Kontakte. Aber wir haben ja doch die Uhr recht gut zurückgespielt. Dass wir uns jetzt vielleicht mal in 2 Wochen hier so ein bisschen mit dem Sammeln beschäftigen könnten. Oh oh, was passiert hier? Was passiert gerade? Oh oh. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Alle Dude, ich glaube, ich hab's im Griff. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Gut, das scheint das neue Snipe-Gewehr zu sein. Zeig doch mal Typen. Plasmalanze zur Fertigung verfügbar. Sehr schön. Plasmalanze, sehen wir sie nochmal. Fokusstrahltechnologie der Aliens ist hat naheliegende Vorteile für die Verbesserung von Präzisionsgewehren. Sehr schön. So, die Servorüstung. Rüstung zu gebauen. Unglaublich stark sein und könnte selbst direkt im Schloss durch die meisten Alienwaffen standhalten. 10 Tage. Und einen Haufen Autopsien bzw. Analysen. Aber ich glaube, die Servorüstung gucken wir uns doch einfach mal an. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Nichts Sie hören von anderes habe ich erwartet. Verfügbar ist. Okay. Dann mal bitte weiter Kontakte sammeln.
was neu, oder? Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Neben mir liegt mir ein Smartphone, was sich gerade abschaltet. Also auf dem Smartphone lief eine Stoppuhr und das hängt hier hoch am Ladekabel. Was geht denn da ab? Eieiei. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie lange die Episode noch gehen soll. Bin ja ganz verloren. Okay. Belohnung, Widerstandskontakte plus 1. Na egal. 6 Tage Widerstandskontakte. Noch mehr Kontakte, ist ja witzig. So, dann gab es hier direkt nebenan noch Energie. Wir haben das Gebiet noch nicht vollständig wirklich abbrechen. Moment. Was will er denn jetzt abbrechen? Er ist doch hiermit fertig. Jetzt wieder irgendwas näher Raftrad. Abbrechen, annehmen, mach. Avenger berechnet neuen Kurs. Klinik, Avenger Energie, 6 Tage. Und hier wird Nachricht vom Widerstand. Kommando, der Widerstandsrat hat neue Informationen zu einsetzen mit hoher Priorität. Kommen wir wieder nicht zum Sammeln, müssen wir wieder reagieren. So, und wir haben keine Auswahl, wie ich sehe. Wir haben hier einen neuen Gegner, einen Archon, Elite-Soldat, Elite-Lanzenträger, Elite-Offizier, Torwächter, Sektoid, Torwächter. Operation Blutiger Angriff. Befreie die VIP aus dem Advent-Fahrzeug. Dafür gibt's die Ursula. Naja, gut, dann suchen wir uns mal einen Trupp aus und gehen da rumblen. Nebenbei gebe ich mal eine PIN hier ein, um das Telefon wieder am Start zu kriegen. Ah, merkwürdig. Echt merkwürdig mit der Stoppuhr da. Das Smartphone ist auch absolut nicht leer. Das ist dreiviertel voll. Warum hat sich das eben runtergefahren? Was soll denn der Scheiß? Mann, Mann, Mann. Egal. Zurück zum Spiel. Ja, wie immer, alle gehen erstmal wieder zurück in ihre Koje, kriegen noch eine extra Runde. Dann die Taschen umgekrempelt. Und ausgewählt. So, Joshu war in der letzten Runde dabei. Würde ich sagen, nehmen wir den Lunis mal wieder mit. Cell Rotation. Wie damals bei Trapatoni. So, T-Rex. T-Rex waren wir recht glücklich mit, aber irgendwie bin ich doch ein bisschen selbstverliebt. Obwohl er einen schon daneben gehalten hat in letzter Zeit. Aber hat jetzt eine Runde auf der Bank drücken müssen. Vielleicht hat er ja draus gelernt. Werden wir ja sehen. Wir können zur Verstärkung noch T-Rex mitnehmen. Haben wir 2 Grenadiere. Dann wird die Gotcha wieder mitkommen. Und dann sehe ich Spezialisten. Ich würde gerne 2 Spezialisten mitnehmen, da ich nicht weiß, was diese Kugel drauf hat. Torwächter-Geschichte. Und Spezialist heißt ja wenigstens Medipack. Ja, Graciela kommt mal mit, würde ich sagen. Okay, dann werden wir Graciela auch ein Exoskelett überhelfen, wollte ich sagen. Einmal. Und ich glaube, der Danny findet das auch ganz cool. Ja. Gut, haben wir das abgewickelt, weil ich neige dazu, diese Exoskelette zu vergessen. Hatten wir mal so eine kleine Serie. Jue, der Lunis. Da sehe ich doch deutlich die Drachengeschosse. Und dieses Aufklärungsgerät. Du hast das Gauss-Gewehr. Plus 5% Zielsicherheit und 10% Sofortkill-Chance. Finde ich sehr gut. So, die Frage, werden die Gadgets übernommen, wenn jetzt diese neue Plasmalanze kommt? Weil da sind ja auch schon immer Gadgets drin. Sind das dieselben?
auch nicht so richtig drauf geachtet. So. Du. Zeig mal her. Was geben wir dir denn Feinheit mit? Ist ja eine schöne Auswahl. Okay, fangen wir von oben an. Du kriegst eine Säurebombe. Und ich denke, dir gebe ich mal das Imitationsgerät mit als zweite Granate. Eine Plasma. Sind wir auch glücklich mit. So. Frau T-Rex. Hättest auch gern eine tolle Gasbombe. Die hat ja auch einen super Radius. Haben wir gesehen in der letzten Episode. Dann Krallenschosse. Ja, müssen wir ein Gadget nehmen. Nehmen wir die Krallengeschosse. Okay. Araminta. Welche Spielzeuge dürfen es denn sein? Auf jeden Fall die Brandbombe. Dann geben wir dir das Höllengewebe. Wenn dann einer an dich rangeht, kriegt er gleich eine geknallt. Finde ich gut. Jo, dann ihr bitte. Da wollt ihr bloß die Medipacks einwechseln. Wie sieht's hier aus? Was hast du in deiner Waffe? Plus 10 Zielsicherheit ist gut und kostenloses Nachladen. Zweimal ist auch gut. Danny, geben wir mal das Schredderteil mit. Du bekommst das zweite Medikit und ich glaube, mit dem Raketenwerfer sind wir glücklich, oder? Ja. Dein Plasmagewehr hat ja gar nichts. Haben wir auch ja nichts zum Wunschstecken? Ist ja auch noch neu. Man braucht bloß so Wille. Ja. Hat sich nicht erinnert, warum auch. Und Waffenverbesserung scheinen im Moment nichts zu haben. Gut, kein Ding. Du kannst Hilfsprotokoll, du kannst schon aus der Entfernung heilen. Und kannst revitalisieren. Das ist sehr gut. Juti, dann würde ich sagen, machen wir uns mal langsam auf den Weg. Sollen wir schnell checken. Achso, wir können mal gucken. Können wir noch irgendetwas bauen? Wir haben ja noch 100 Mark. Da gab es ja auch noch Waffen, aber die können wir uns nicht leisten. 300 Vorräte, 250 Vorräte. Ja. Sollen wir da noch ein bisschen mit dem Klingelbecher rumgehen? So, Rettungs- bzw. Befreiungsaktion in Hamburg. Meines 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay, das war ja eben anscheinend so ein kleiner Wink, dass wir praktisch hier den VIP retten sollen und dann hier aufs Dach, um wieder abzuhauen. Okay. Da bietet sich da auf jeden Fall dieses Dach schon mal sehr für unseren Sniper an. Für den Lunis. Und der kommt auch schon bis hierhin. Ja. Bin dabei. Reiten wir mal aus. Oh, triggert nichts. Ist sehr gut. Tja, man könnte ein, zwei Einheiten hier durch die Bude kommen lassen. An den Fenstern ist ja oftmals auch ein volles Schild. Das ist sehr gut. Aber innen drin scheinen Zivilisten oder so zu sein. Da können wir nicht einfach so reingehen. So. Dann verteilen wir mal die Grenadiere. Verstanden. Rücke aus. Na, 12 Züge haben wir Zeit. Das ist auch nicht so besonders viel. Scanne Gebiet. Jo, dann schicken wir Ranger in die Front. Zivilist, okay.
schönes Vordach, von dem man runter snipen könnte. Was ist denn das für ein Klack-Klack da mal? Ach, das ist ja er hier, weil er aus dem Bild verschwindet, oder? Na, whatever. Cyber, Danny, komm, du kannst. Was kannst du? Kannst du mal einen Schritt machen? Hier patrouillieren Feinde. Oh, Archon, der Lanzenträger und ein Soldat. Okay. Wir sind aber noch in Verdeckung. Okay, dann rutschen wir gleich auf, bauen unsere Verteidigung auf. So, Bishop, Spezialist. Zeig doch mal die Front. Reingehen wird nicht empfohlen. Schon unterwegs. So, und Ecke, der Schießwütige. Spurte los. So, patrouillieren die? Hier rechts scheint irgendjemand zu laufen. Ah, ist doof, dass man die Map nicht bewegen kann. So, da wären wir wieder dran. Irgendwo hier hat es geraschelt. Irgendwo hier ist was. Alles klar, die werden sicherlich hier irgendwie patrouillieren. Oh, die stehen noch da, wie angewurzelt. Bishop, was ist denn los? Kommst du hier rauf? Aber nur im zweiten Move. Und ich würde doch ganz gerne das Geschießer in dieser Runde beginnen. Ja, schon hast du. Showtime, also da siehst du mal, hast du Auge? Du siehst drei Leute, hast 97, ist dort 90 und 81. Das größte Ziel mit dem. Mit den kleinsten Prozenten. Gut, vorgemerkt. Dann. Weiter verteilen. Na, die Frage ist jetzt die, wenn ich jetzt mit Gotcha hierher gehe, was trigger ich denn hier auf der Seite? Dann bin ich wieder so ein bisschen eingekesselt. Finde ich nicht gut. Die stehen auch ganz schön eng hier zusammen, die beiden. Für meinen Geschmack. Sag mal, du müsstest doch aber hochkommen und hier oben gut gucken können, oder? Ja. Bin auf dem Weg. Oh, könnte schon mal gleich ordentlich eine Ansage machen mit der Schredderkanone. Oh, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich glaube, da versetze ich meine Leute erstmal alle in den Feuerschutz, damit die dann den Rest zusammenfegen können. So, gib mich mal Hallo. Manchmal ist es komisch. So, hier rüber. Bestätigt. Rücke aus. Und bitte Feuerschutz. Feuerschutz. Können wir die Position nicht verbessern? Hier traue ich mich nicht so ganz ran, habe ich eben schon gesagt. Feuerschutz. Verstanden. Halte die Augen offen. So, Showtime wird hier oben Feuerschutz machen. Oh, er könnte vorher noch mal hier so einen Booker hier hinwerfen. Mal Klarheit haben, was hier los ist. Ah, da stehen Einheiten. Das wäre. Ich glaube nicht so gut gekommen, wenn ich mit ihr hier rangegangen wäre. Das hätten die gesehen. Mhm. Lunas kann auch bloß die drei sehen. Für die drei hier ist es ein bisschen zu schräg. Ich glaube, dass ich ihn dann in Position bringe. Das ist, glaube ich, wichtiger als jetzt feuerbereit zu sein. Position bestätigt. Ja, Bishop.
Bishop, Bishop, Bishop rein. Ist keine Option. Hier hast du wenig Deckung. Du siehst ja aber trotzdem zwei Leute. Feuerschutz. So, T-Rex, Grenadier, möchten wir auch sicher gerne ins Spiel bringen. So, du könntest von hier hinten, obwohl mir das schon wieder fast zu nah ist hier. Oder lasse ich dich auch über die Dächer ziehen? Was keiner Flankenschutz für den Lunis? Ich glaube, diese Idee ist auch gar nicht so übel. Ich komme nicht so hoch, dass ich... Obwohl, hier könnte ich noch schießen zur Not. Obwohl das alles ganz schön weit ist. Verstanden. Bin unterwegs. So. Dann mach mal Feuerschutz. Bin dabei. Gut, und dann ist es nur noch Danny Nero, der mit der Schredderkanone auf die 3 hier zielen wird. Machen wir aber in der nächsten Episode. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt bei 18 oder bei 25 Minuten sind, da mir meine Stoppuhr irgendwie ihren Geist aufgegeben hat. Ich weiß nicht, was die da eben getan hat. Was auch immer. Machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, nutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.